Ein neuer Morgen beginnt hier in unserer Hood. Und heute fahren wir schon gegen 9:30 los, weil es ein bisschen regnerisch ist und weil unsere Vermieterin sehr früh auftauchen wird. Und mein Knie hat sich dummerweise nicht verbessert im Ganzen zu gestern, aber ich werde wahrscheinlich noch eine Schmerztablette einwerfen oder mir so viel Schmerzgel aufs Knie hauen, dass es wieder funktioniert. Weil ich jetzt noch, bevor es anfängt zu regnen, eigentlich nochmal dieses X-Line-Drop-Gap-Dingsbums springen wollte. Und jetzt geht's eigentlich schon fast gleich los in der Stunde. Take me away from home. Show me all the places I've never known. I will chase the night. Race all of these broken dreams and flight. So, Freunde, ich bin jetzt endlich wieder daheim. Es war gestern noch eine lange Heimfahrt mit Stau. Haben wir insgesamt 7 Stunden gebraucht, zurück nach Deutschland. Ich wollte einfach nochmal kurz hier abschließende Worte sagen. Einmal bin ich froh, dass alles gut gegangen ist, dass sich keiner jetzt schwer, außer halt jetzt die Kleinigkeiten hier, schwer verletzt hat. Dass das Auto gespurt hat, dass die Jungs mich ausgehalten haben, weil ich so behindert bin. Dass einfach alles gut gelaufen ist, dass wir nirgendwo stehen geblieben sind mit dem Auto zum Beispiel. Dass meine Eltern mir das Auto gegeben haben, weil die waren jetzt zum Beispiel eine Woche ohne Auto. Wollte ich euch noch ein fettes Danke sagen für euer ganzes Feedback. Ich konnte jetzt nicht auf alle Kommentare, beziehungsweise fast, ich habe eigentlich auf gar keinen Kommentar geantwortet. Werde ich jetzt alles gleich nachholen. Ich werde auf ein paar Kommentare von euch antworten. Werde noch ein paar, natürlich alle Kommentare wieder den Daumen hoch geben, so wie immer. Ich habe ja von euch auch schon ein bisschen Danke gehört. Für den ganzen Aufwand, den ich betrieben habe mit dem ganzen Gefilme. Ja, es war eine Menge Stress, aber jetzt am Ende, wenn man sich das alles nochmal anschaut, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und auch nochmal jetzt dazu, vielleicht hat ja dem einen oder anderen die Videos nicht gefallen oder vielleicht ein paar Episoden von den ganzen Videos jetzt nicht. Kann ich jetzt nur so viel dazu sagen. Ich war das erste Mal in Österreich, das heißt, ich konnte nicht überall Vollgas geben, beziehungsweise, wenn ihr die Videos gesehen habt, war das teilweise echt die erste Abfahrt, die mit reingeschnitten wurde, weil wir nicht mehr Abfahrten geschafft haben, zum Beispiel in Saalbach. Der Tag von, was ihr gestern gesehen habt, das Video. Das war meine erste Abfahrt, zum Beispiel auf der X-Line. Und das müsst ihr einfach alles mitbedenken. Auch der ganze Stress außenrum. Ich weiß, jeder von euch war bestimmt schon mal im Urlaub oder war auf einem Bike-Trip. Und die ganzen Sachen mit fangen mit Einkaufen, also Essen, Sprit, ob das Geld reicht, Sachen vom Auto ausladen, wieder einladen. Das alles kommt noch dazu. Dann noch mit dem Schneiden. Einfach, dass ihr das wisst, wie viel Aufwand das war. Haben ja viele von euch auch gesehen und auch mir das Feedback dafür gegeben. Also dafür nochmal vielen Dank. Und ich hoffe, dass euch jetzt das Video von gerade eben auch gefallen hat. Ich bin jetzt erstmal ein paar Tage raus. Am Dienstag geht's wieder arbeiten. Ich bin saufroh. Bedanke mich bei allen Leuten, die wie meine Eltern, die mir das Auto gegeben haben. Bei den Jungs, bei denen alles geklappt hat.
Und da danke ich natürlich auch beim Auto und was weiß ich, bei meiner Oma, die mir noch ein bisschen Geld zugesteckt hat für den ganzen Trip, dass das alles auch gut läuft. Vielen Dank an alle, vielen Dank an euch. Bis demnächst. Ciao.